Hallo und herzlich willkommen, meine lieben Aktienfreunde, zurück in der Bestseller Challenge, wo wir den beliebtesten deutschen Aktien auf den Zahn fühlen, wo wir schauen, ob es sich hier um erfolgversprechende Investments handelt und oder ob es vielleicht noch erfolgversprechendere Investments gibt in derselben Branche wie die jeweilige Bestseller-Aktie. Wir haben uns jetzt mit BASF beschäftigt gehabt und haben Fuchs Petrolub den Vorzug gegeben und ich habe jetzt schon einen Aktiensparplan angelegt für Fuchs Petrolub entsprechend, so dass wir dann die Aktie besparen werden, oder ich zumindest im Rahmen der Bestseller Challenge. Wir werden am Ende 10 Aktien haben und ihr seht dann hier die beliebtesten Aktien der Deutschen und wir werden uns in diesem Video die Allianz anschauen, aber auch gleichzeitig noch die beiden Challenger, die Hannover Rück und die Münchner Rück. Und am Ende des Videos werdet ihr abstimmen, welchem Versicherungskonzern ihr euer Herz schenkt. Wir werden dann entsprechend wieder einen Aktiensparplan anlegen. Die Bestseller Challenge wird unterstützt von der Consorsbank und sie läuft im Rahmen der Sparplanoffensive hier, bei der auch Homo Ökonomicus und Talabox beteiligt sind. Homo Ökonomicus investiert ebenfalls in Einzelaktien und Talabox macht das Ganze über ETFs. Vielen Dank an der Stelle bei der Consorsbank. Und falls ihr selbst noch ein Depot sucht und ebenfalls loslegen wollt und investieren wollt in Aktien, um von langfristig steigenden Kursen und Dividenden zu profitieren, könnt ihr das gerne tun. Ich unterstütze euch dabei mit dem Starterpaket. Das heißt, ihr sucht euch euren Broker aus und dann kriegt ihr noch eine Aktienfinder-Vollmitgliedschaft oben drüber. Mein Name ist Thorsten Tiet, ich bin der Gründer der Seite aktienfinder.net. Und wie ich schon sagte, es geht ja ums langfristige Investieren in Aktien, um von langfristig steigenden Kursen und Dividenden zu profitieren. Und damit es klappt, solltest du wissen, was du tust. Fundamentalanalyse ist Trumpf und im Rahmen der Bestseller-Challenge, da zeige ich dir, worauf du achten solltest, um die entsprechend ja, erfolgversprechenden Aktien dir ins Depot zu legen und nicht die Fehler zu begehen, die sehr viele deutsche Anleger machen, was man dann auch hier so schön sehen kann, wenn man sich die beliebtesten Aktien der Deutschen anschaut. Da sind nämlich nicht ausschließlich erfolgversprechende Investments dabei. Jetzt in der Versicherungsbranche, da gibt es auch einiges zu beachten im Rahmen der Fundamentalanalyse und das werde ich euch dann jetzt auch in diesem Video zeigen. Vorher noch der Disclaimer, Risikohinweis, mit Aktien kann man Geld verlieren. Ich habe keine Glaskugel und ich gebe keine Kaufempfehlung ab. War noch nie anders gewesen. Ich sage es aber in jedem Video nochmal extra dazu. So, dann gehen wir mal hier in den Aktienfinder rein und hier haben wir die drei Kandidaten. Das sind alles drei Konzerne aus Deutschland. Das hat Seltenheitswert. Normalerweise gucke ich ein bisschen auch oder achte ich auch auf eine Mischung international. Diesmal nur deutsche. Aber ich denke, diese deutschen Konzerne, die stehen bei vielen Anlegern im Fokus. Erstens und zweitens, es ist tatsächlich so, dass die deutschen Versicherungskonzerne Weltspitze sind. Allianz ist einer der größten Versicherungskonzerne weltweit überhaupt. Als Erstversicherer Hannover Rück, wenn ihr die Marktkapitalisierung anschaut, in Anführungszeichen nur 21 Milliarden, reicht aber immer noch, um als viertgrößter Rückversicherer der Welt durchzugehen. Und die Münchner Rück nochmal deutlich größer, ist sowohl Rückversicherer als auch Erstversicherer im Rahmen, weil sie die ERGO hat, also die ERGO-Versicherungsgruppe und das ist eine Erstversicherung. Wir sind jetzt hier schon beim Aktienfinder bei der Allianz und die Allianz, die ist bei Investoren beliebt, wegen der Dividendenrendite insbesondere, 4,1% ungefähr und das Ganze auch relativ solide. Alle drei Konzerne haben eine Ausschüttungsquote auf den Gewinn von ungefähr oder knapp 50%. Und wer mich kennt, der weiß, dass normalerweise gebe ich der Ausschüttungsquote auf den Free Cashflow den Vorzug, diesmal nicht. Und das erkläre ich euch jetzt. Und das ist auch schon die erste Besonderheit bei Versicherungskonzernen. Ihr seht hier die langfristige Gewinnentwicklung inklusive Dividenden. Und dann blenden wir mal hier den Cashflow ein. Und dann seht ihr, dass der Cashflow sehr viel höher ist als der bilanzierte Gewinn. Dasselbe trifft zu auf den Free Cashflow. Und solche großen Unterschiede sind schon ungewöhnlich. Hat damit zu tun, dass der Cashflow ja den Geldzu- und Abfluss aus dem Unternehmen widerspiegelt. Und hier seht ihr dann die ganzen Mittelzuflüsse aus den Beitragszahlungen, insbesondere der Versicherungsnehmer.
die dann in die Rückstellungen fließen und aus diesen Rückstellungen werden dann eben die Schäden reguliert, beglichen. Hat also jetzt keine direkte Erfolgswirkung, dass das dann auch wirklich Gewinne wären, was hier in den Konzern fließt. Insofern kann man das, sollte man das im Prinzip ignorieren und sollte man auch keine Ausschüttungsquote basierend auf dem freien Cashflow ausrechnen, die ja extrem niedrig wäre, wie man es hier ja schon grafisch sieht. Das ist schon eine Besonderheit bei Versicherungskonzernen. Gucken wir uns mal noch ein bisschen mehr an hier, vielleicht was die Dividende angeht. Seit 10 Jahren nicht gesenkt. Es steigt seit 6 Jahren. Das heißt, wir hatten mal hier eine Kürzung gehabt von der Dividende 2008, 2009. Wir haben hier aber auch mal Dividende gehabt. Die 3 Jahre lang am Stück haben wir die gleiche Dividendenhöhe von 4,50. Wenn wir jetzt schon mal hier bei der Historie sind, da seht ihr, dass die Allianz hat schwere Zeit hinter sich gehabt. 2,2 haben sie wir uns hier einen Verlust ausweisen müssen. Durch die Finanzkrise sind sie sehr viel besser gekommen. Die Allianz, die hatte mal versucht gehabt, ein Allfinanzkonzern zu werden, hat die Dresdner Bank 2001 gekauft. Das ging schief. Die Dresdner Bank war immer ein Sorgenkind gewesen. Für 30 Milliarden gekauft, für knapp 10 Milliarden wieder verkauft an die Commerzbank im Jahr 2009 hier, also mit ungefähr 20 Milliarden Verlust. Die Commerzbank kurz darauf musste dann gerettet werden vom deutschen Staat, also die hat auch nicht allzu viel Freude gehabt an der Dresdner Bank. Das heißt aber jetzt hier, dass dieser Allfinanz-Allianz-Konzern, der war meines Erachtens weniger robust, als es der jetzige Allianz Versicherungskonzern ist. Und die kamen ja, wie man hier sieht, ja auch ein bisschen besser durch die Finanzkrise als dann hier durch die geplatzte Dotcom-Bubble. Könnte zuversichtlich stimmen gegenüber der nächsten Krise, die ja auch garantiert irgendwann wieder kommen wird. Die letzten Jahre läuft, wie ihr seht, ganz gut. Ich habe eine kleine Excel-Tapete gemacht, um dann nochmal ein bisschen aufzudröseln, was die drei Konzerne denn so treiben genau. Dann haben wir hier die Allianz. Hier sieht man die einzelnen Segmente. Es gibt im Prinzip die zwei Segmente von Versicherungen oder zwei Bereiche von Versicherungen. Es gibt Personen- und Sachversicherungen. Da haben wir hier die Personenversicherung, heißt Leben, Gesundheit. Und hier sind die Sachversicherungen, Kfz-Haftpflicht und was weiß ich, Hausrat und so weiter. Und hier sieht er dann den Umsatz, den die machen. Ist knapp Hälfte, Hälfte, sage ich mal, also nicht ganz. Und dann haben wir hier noch Asset Management, das ganze Geld hier, erinnert euch an den Cashflow, den operativen Cashflow, das ganze Geld, was da kommt, das muss ja irgendwie angelegt werden, weil es gibt ja einen Versatz zwischen der Beitragszahlung und dann der Schadensregulierung, falls ein Schaden eintritt. Und das macht hier das Asset Management. Das Asset Management legt aber auch Gelder an, die über Versicherungsbeiträge hinaus kommen, weil einfach Gelder angelegt werden wollen von Investoren, ohne dass es eben mit dem Versicherungsgeschäft verknüpft ist. Also Asset Management werden Fonds aufgelegt von der Allianz Global Investors, von der PIMCO, und die machen zwar relativ wenig vom Umsatz, 5% des Konzernumsatzes erwirtschaften aber 2,5 Milliarden. 2018 sind alle Zahlen sind von 2018. 2,5 Milliarden nur zum operativen Ergebnis beigetragen, 22%, das heißt, das ist sehr profitabel, das Ganze. Apropos profitabel, kann man auch dann, gibt es ja noch so gewisse Quoten, die man ausrechnen kann, vor allem für Sachversicherungen, um rauszukriegen, wie profitabel die Versicherung arbeitet. Da gibt es zum einen mal, unterscheidet man die Schadenquote. In dem Fall heißt es jetzt, falls ihr 1 Euro Versicherungsprämie bezahlt und 66% Schadensquote hieß dann, dass 66 Cent von der 1 Euro Prämie für die Schadensregulierung verwendet werden. Und die Kostenquote, die sind die Kosten, die der Versicherungskonzern selbst verursacht, das wären 28 Cent. Wenn ihr das addiert, dann kommt ihr auf 94 Cent. Und es wäre dann im Prinzip die gesamten Kosten des Versicherungskonzerns, wo ein Euro Prämie, von dem Euro Prämie ging im Prinzip dann 94 Cent weg, um Schaden zu regulieren und um die eigenen Kosten zu decken, plus
bleiben 6 Cent über und das ist dann quasi der Profit des Versicherungskonzerns. Dieses Combined Ratio, also die kompletten Kosten, wenn man so möchte, inklusive Eigenkosten und Schadensregulierung, diese Combined Ratio, die liegt meistens, wie ihr seht, also die liegt immer über 90%, die liegt meistens um die 95% rum. Sowohl bei Rückversicherern als auch im Rahmen der Direktversicherung hier. Gut, gehen wir mal in die Vollanalyse rein. Da möchte ich euch noch was zeigen, und zwar hier, dass die Schuldenquote doch recht hoch ist. Die liegt bei über 90% bei den Versicherungskonzernen, also bei der Allianz in dem Fall. Und die Schulden sind fast so hoch wie das gesamte bilanzielle Vermögen, also wie die Vermögenswerte des Konzerns. Normalerweise auch was eher für Beunruhigung sorgt. Und wenn ihr das seht, dann würdet ihr wahrscheinlich auch vermuten, dass die Allianz vielleicht ein Schuldenproblem hat. Dem ist nicht so, weil die ganzen Gelder, die hier reinfließen ins Unternehmen, diese ganzen Beitragszahlungen, die fließen in Rückstellungen, in Positionen, die heißen Rückstellungen, also Rückstellungen für Schadensfälle, und das sind eben Verbindlichkeiten, also das Fremdkapital, so rum, und es trägt dann zu diesem roten Balken bei. Das ist aber ganz normal, dass dann eben die Schuldenquote im Aktienfinder entsprechend zu hoch ist. Für Versicherungskonzerne ist erstmal kein Grund zur Beunruhigung. Der Gesetzgeber hat ein Regelwerk entwickelt für Versicherungen, ähnlich wie er es für Banken getan hat, um sicherzustellen, dass Versicherungen ihren Verbindlichkeiten nachkommen können, auch im Fall eines extremen Schockereignisses. Und das hat dann, das heißt Solvency II, das aktuelle Regelwerk. Und dann gibt es hier eine Kapitalquote. Und die Kapitalquote, wenn die über 100% beträgt, dann kann ein Schockereignis bewältigt werden aus den Eigenmitteln des Versicherungskonzerns. Bei der Allianz liegt diese Quote bei 229%, also deutlich über die 100%. Allianz selbst möchte über 180% bleiben. Auch die anderen zwei Unternehmen wollen über 180% bleiben. Die liegen dann bei 245 und 246% sogar. Insofern hier auch erstmal grünes Licht. Hier gibt es noch ein bisschen mehr Details, habe ich auch noch mal durchgelesen. Und der Anspruch ist angeblich tatsächlich, dass dieses Schockereignis ein Schockereignis sein soll, das statistisch bedeutet, nur einmal alle 200 Jahre auftritt. Woher man dann das ganz genau weiß, entzieht sich jetzt meiner Kenntnis, aber das ist jedenfalls der Anspruch. Gut, gehen wir zurück. Dann gehen wir jetzt in die Bewertung rein. Also dann machen wir mal erstmal den Dividendenturbo. Da seht ihr dann hier die Allianz, und die hat jetzt hier eine Dividendenrendite von 4,1%. Nach der nächsten Dividendenerhöhung wären es 4,6%. Gucken wir uns mal an, wie so die Vergangenheit aussieht. Ich habe hier einen 5-Jahres-Korridor schon mal eingestellt. Was interessant ist, dass die Allianz am Anfang eine extrem niedrige Dividendenrendite gegeben hat, Anfang des Jahrtausends von ungefähr 0,3%. Und dann ist es langsam angestiegen. Hier während der Finanzkrise ist nach oben geschossen, da war es nochmal zweistellig kurz. Und seit der Finanzkrise ist die Allianz im Prinzip so ein Hochdividendenwert, wenn man so will. Und mal höher, mal niedriger. Wenn die Dividendenrendite niedrig ist, dann liegt die bei 3,3%, aber normalerweise über 3,5%, würde ich sagen. Hier war es dann mal bei 5,7%. Und seit 2017 liegt die eigentlich relativ gleichmäßig irgendwo bei etwas über 4%, 4,3%. Also jetzt momentan ein schwacher Durchschnitt, würde ich sagen, von der Dividendenrendite her. Irgendwo in Anführungszeichen, ja, fair bewertet. Gucken wir uns aber mal die richtige, Anführungszeichen, richtige Bewertung an, basierend auf dem Gewinn. Da seht ihr hier übrigens den Kursverlauf, und da seht ihr, die Allianz hat 4 Euro gekostet Ende des Jahres 2000, also deutlich mehr als sie momentan kostet mit 220, und hat dann richtig Federn gelassen, hat dann verloren, bis auf 45 Euro ging die runter, von knapp 400, also ist ordentlich. Und das war also noch die Allianz als Allfinanzkonzern. Und dann jetzt, aber in den letzten Jahren ging es hier wieder bergauf. Sieht man ein bisschen schöner, wenn man mal hier reinzoomt, hier die letzten 10 Jahre, da seht ihr ja, dass es dann durchaus wieder bergauf ging. Aber das ist natürlich ein schwacher Trost für Aktionäre, die hier schon dabei gewesen sind. Ich möchte die Bewertung machen, habe ich schon
probiert hier, basierend auf dem Zeitraum ab 2006. Und wenn wir das machen, dann können wir hier den fairen Wert drüber legen. Und dann zoome ich auch noch mal ein bisschen rein. Und dann seht ihr, dass die Allianz eigentlich hier einen fairen Wert, fair bewertet wird bei 190 Euro, liegt dabei jetzt momentan bei 220. Wir haben hier Unterbewertung, Überbewertung und hier im Prinzip seit 2016 an Überbewertung. Ist mal zugekommen hier zum fairen Wert. Jetzt wieder leicht Überbewertung. Das heißt, naja, leicht, also schon relativ deutlich, würde ich mal sagen. Wie viel Prozent sind denn das? 16% Überbewertung. Und ihr seht, dass die Gewinne weiterhin steigen sollen, die bilanzierten. Entsprechend steigt dann auch der faire Wert der Aktie an und der wäre dann ungefähr im Jahr 2021 Geschäftswert und ungefähr der aktuelle Kurs erreicht als fairer Wert hier. Und wenn wir dann den fairen Wert Dividende mal noch einblenden, das seht ihr momentan, fairer Wert Dividende 206 Dollar, aber wenn dann die Dividende steigen soll, und zwar von, lass mich mal spiegeln, momentan 9 Euro auf 9 Euro. Moment, wir gucken, wir sehen es gleich besser. So, 2,20 wären es dann 10,20 wären das dann. Wenn dann die Dividende 10,20 sein soll, dann wäre der faire Wert bei 2,31. Ja, also für einen Sparplan, Sparplan ist es dann nicht so schlimm, habe ich ja schon öfter gesagt, wenn der faire Wert erstmal ein bisschen höher ist von der Aktie, falls der Aktienkurs mal wieder zurückkommen sollte, dann kauft man einfach unten weiter. Und hat dann wieder den Einstandskurs reduziert entsprechend. So viel also zur Allianz, würde ich mal sagen. Dann gucken wir uns die Hannover Rück oder die Münchner an. Welche nehmen wir? Wir nehmen jetzt die Hannover Rück als reinen Rückversicherungskonzern und gucken erstmal hier in die Wachstumsanalyse rein. Und dann sehen wir, dass zweimal wurde die Dividende gekürzt tatsächlich. Und das sind ja einige Einschläge auch beim bilanzierten Gewinn 2,5, 2,8. Dann in der Finanzkrise kam die Hannover Rück nicht ganz so gut durch die Finanzkrise, als es bei der Allianz der Fall gewesen ist. Auf der anderen Seite sehen wir hier, wenn wir mal versuchen, hier ein Lineal anzulegen, dass das Gewinnwachstum deutlich stärker ist als bei der Allianz. Entsprechend, lass mich mal gucken hier bei der Bewertung, machen wir mal das Ganze hier weg und machen wir einen Zoom. Entsprechend ist die Hannover Rück ein besseres Investment gewesen. Also ihr seht, dass hier erstens, gut, wir haben hier erst den Kurs ab Ende 2022 und nicht schon ab 2000. Aber ihr seht, dass wir haben erstmal eine Seitwärtsentwicklung gehabt, dann relativ länger und dann hier ab 2008 ging es nach oben. Und da hätten wir hier eine jährliche Rendite gehabt von knapp 25% über jetzt ungefähr 11 Jahre. Das ist schon ordentlich, ohne eben diesen riesen Verlust zu haben, den die Allianz erleiden musste. Jedenfalls sehen wir ihn hier nicht. Hannover Rück, ich habe schon gesagt, es ist ein reiner Rückversicherungskonzern, ist der viertgrößte der Welt. Wenn wir hier mal gucken, dann sind wir hier. Die haben ebenso wie die Allianz zwei Segmente, Personen- und Sachversicherung. Die Sachversicherung mit 63% am Umsatz deutlich größer als die Personenversicherung. Und wenn man da in den Geschäftsbericht reingeht, dann sagen sie, sie werden die am besten gemanagte anhand der Kostenquote, der am besten gemanagte Versicherungskonzern. Ich habe blöderweise die Kostenquote nirgends einzeln ausgewiesen gesehen, sondern immer nur die Combined Ratio. Kann das also nicht unterschreiben, was sie da gesagt haben. Naja, gut, dann gehen wir mal wieder hier hin. Ihr seht, hier sind wir schon gewesen, dass die hier zweimal die Dividende gekürzt haben auf der einen Seite. Dann wurden hier noch Sonderdividenden bezahlt und die werden voraussichtlich auch weiterhin bezahlt werden. Ich habe bei den Prognosen leider nicht getrennt ausgewiesen zwischen Sonderdividende und der regulären Dividende. Ich gehe davon aus, dass hier dann auch Sonderdividende dabei sein wird. Wir haben die Ausschüttungsquote schon besprochen, die liegt ungefähr gleich wie bei den anderen Konzernen auch.
Die Dividendenrendite liegt lediglich in Anführungszeichen bei 3%. Dann würde ich sagen, gehen wir gleich mal in den Dividenden-Turbo rein. Und das ist hier. Hier habt ihr die Dividendenrendite nochmal von 3%. Das ist historisch gesehen relativ niedrig im Vergleich zum langfristigen Mittel. Ihr seht hier, dass die aufgrund des angezogenen Aktienkurses dann die Dividendenrendite gesunken ist. Die lag hier mal noch bei 5% oder fast 5% hier eine ganze Zeit lang. Und jetzt eben nur noch in Anführungszeichen diese 3%. Gehen wir mal hier in die Bewertung rein und gucken mal, welchen Zeitraum wir dann nehmen. Da habe ich noch kurz den Gewinn mir anschauen. Und dann hätten wir hier das KGV. Momentan haben wir ein KGV von ungefähr 16. Also ihr seht hier schon, dass es sehr viel teurer ist, als es in der Vergangenheit der Fall war, die Aktie. Das heißt, die wird definitiv als überbewertet gekennzeichnet werden. Also fast egal, welchen Zeitraum ich hier nehme. Ich nehme mal den Zeitraum hier, einen relativ knapp bemessenen Zeitraum. Und dann legen wir mal den Fernwert drüber. Das, was ich meinte. Ihr seht, dass der Aktienkurs hier ja schon total davongelaufen ist. Wir können auch einen Fernwert Dividende reinnehmen. Und da seht ihr jetzt das Gleiche. Also die Aktie ist dann schon jetzt extrem überbewertet. Wir hätten einen Fernwert von 120 Euro und der Aktienkurs liegt bei 175 Euro. Ja, kann ich mir so ganz nicht erklären. Also ihr seht ja selbst, dass auf das KGV bezogen hatten wir hier eigentlich immer ein KGV gehabt, langer Zeit, also deutlich unter 10. Zwischen 7,5, teilweise noch günstiger. Und erst 10 wurde erreicht Ende 2016. Und dann 13 und jetzt plötzlich 16. Also sehr nachgefragt, die Hannover Rück-Aktie und momentan extrem teuer. Schauen wir uns mal die Münchner Rück an. Die Münchner Rück, auch hier vielleicht erstmal die Gewinnentwicklung. Da seht ihr, dass es auch hier Einschläge gegeben hat. Hier in 2017 muss mal offensichtlich was passiert sein. Vermutlich ein schwerer Schadensfall. Und hier in 2011 auch. Wir haben hier nicht so das, was wir bei der Hannover Rück gesehen haben, wo es zwar auch Einschläge gab, wo man aber gesehen hat, dass im Prinzip die Gewinnentwicklung doch stark angezogen hat. Das haben wir hier nur sehr bedingt. Die Münchner Rück, ich habe es schon erwähnt, die ist sowohl Erstversicherer über den Ergo-Konzern, seht ihr hier, als auch ein Rückversicherer. Rückversicherer macht den Umsatz 64% aus und der Rest, also nochmal spiegeln hier 36%, geht über die Ergo als Erstversicherer. Gehen wir mal wieder hier zurück. Dividendenrendite beträgt 3,5%, also liegt genau zwischen der Allianz und der Hannover Rück. Was interessant sein könnte noch ist, dass die Dividende seit 25 Jahren nicht gesenkt wurde von der Münchner Rück. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite hat sie die niedrigste Stabilität des Gewinns hier. Das könnt ihr auch sehen, nur 0,43. Gehen wir mal zur Bewertung der Münchner Rück und dann schauen wir mal, wie so die historische Dividendenrendite aussieht. So ähnlich wie bei der Allianz, auch hier war die Dividendenrendite Anfang des Jahrtausends extrem niedrig gewesen, dann ist sie angestiegen. Nicht so zweistellig geworden wie während der Finanzkrise wie bei der Allianz. Immerhin nur 5,1% ungefähr, mal sogar knapp 7% im Jahr 2011. Und seitdem im Prinzip wieder rückläufig. Momentan liegt sie, wie gesagt, bei knapp 3,5%. Soll dann in der nächsten Dividendenerhöhung steigen auf 3,9%. Dann schauen wir uns mal hier noch die Bewertung an von dem Ganzen. Und das machen wir erstmal hier alles weg. Müssen wir gucken, ob wir das überhaupt so wirklich bewerten können, weil der bilanzierte Gewinn ist ja hier etwas unzuverlässig, würde ich mal sagen. Wir haben hier KGVs, die in der Regel unter 10 liegen, wenn der Gewinn normal ist. Und wenn der Gewinn einbricht hier, dann ist er nämlich ist er natürlich entsprechend höher oder fällt entsprechend höher aus. Hier sind wir bei 74 gewesen, hier ist der Gewinn wieder eingebrochen ist. Aber ist das schon als Ausreißer markiert? Ich würde dann mal den Zeitraum hier nehmen, von hier bis da. Mit dem können wir arbeiten. Dann hätten wir ein durchschnittliches KGV von
10,2. Zoomen wir mal hier ran und schauen dann mal, wie es hier aussieht. Das hier können wir, den müssen wir natürlich ignorieren, weil der Gewinn hier eingebrochen ist. Aber die anderen Punkte, die können wir dann durchaus nehmen, insbesondere den Punkt hier zum geschätzten Jahr, oder? Den aktuellen, das ist auch das geschätzte Geschäftsjahr noch, ja. Da wäre dann der faire Wert bei 207 Euro und der Kurs liegt bei 266. Und dadurch, dass die bilanzierten Gewinne kaum steigen sollen, wäre dann auch der faire Wert hier kaum anziehen. Haben wir also hier ähnlich wie bei der Hannover Rück eine klare Überbewertung der Aktie auf der einen Seite und auf der anderen Seite aus meiner Sicht relativ wenig Wachstumsfantasien, weil der Gewinn ja kaum steigen soll. Gucken wir uns mal den Fernwert Dividende an und der verharrt ebenfalls ziemlich weit unten, unterhalb des aktuellen Aktienkurses. Ziemlich genau beim fairen Wert Dividende, ja, im Prinzip das gleiche, also 206 Euro, 207 Euro wären die fairen Werte. Und wie gesagt, der Kurs liegt bei 266 Euro. Also auch hier eher relativ teuer das Ganze. Gut, dann hätte ich jetzt mal im Schnelldurchlauf die drei Versicherungskonzerne, die drei deutschen Versicherungskonzerne versucht zu analysieren, versucht darauf hinzuweisen, welche so die Dinge sind, die man noch ein bisschen berücksichtigen sollte im Rahmen der Fundamentalanalyse. Dann würde ich sagen, stimmt mal ab, welchen der drei Versicherungskonzerne ihr euer Herz schenken wollt. Den nehmen wir dann als Aktiensparplan auf. Bin gespannt, ob es vielleicht die Allianz wird. Das wäre dann die erste Bestseller-Aktie, die sich tatsächlich durchgesetzt hat gegen die Konkurrenten. Schön, dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.